Ich heiße Sven, bin 41 Jahre, komme aus Hamburg und bin seit August 2016 in Mexiko-Stadt. Arbeite an dem Standort La Herradura und arbeite hier so in der Doppelfunktion. Einmal als Lehrer und auf der anderen Seite als stellvertretender Schulleiter. Die Entscheidung, ins Ausland zu gehen als Lehrer, habe ich schon seit langem. Ich liebe das Reisen. Zusammen mit meiner Familie haben wir schon unterschiedliche Länder kennengelernt. Und wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt wollen wir einen Schritt weiter gehen, leben statt reisen. Ich bin von Deutschland entsandt als ADLK. Und als der Vertrag unterschrieben war, startete die Maschine der ZFA. Es gibt in der Vorbereitung die Vorbereitungslehrgänge mit unterschiedlichsten Schwerpunkten rund um Krankenkasse, Steuer, Kultur, Auftreten innerhalb eines Gastlandes. Es gibt ein Sicherheitstraining, was man durchläuft, was einen aus meiner Sicht sehr bereichert. Unser Alltag läuft ähnlich wie in Deutschland. Die Kinder gehen morgens zur Schule, werden vom Bus abgeholt und verbringen den Tag hier, haben zum Teil ihre Freizeitmöglichkeiten in der Schule, den Fußballverein, die Leichtathletikgruppe. Die Wochenenden sind anders, weil man hier in Mexiko recht schnell eingeladen wird, gerade wenn man mit Kindern kommt. So viele Geburtstagseinladungen habe ich noch nie gehabt. Die deutsche Schule Mexiko-Stadt freut sich auf dich.